Hallo Freunde, willkommen auf Your Adventure Channel. Heute drehen wir hier eine Tour auf der Schwäbischen Alb bis zu 900 Meter. Hier haben wir jetzt gerade in der Nähe von Nusklingen eine Quelle entdeckt und hier das Wasser, das ist dermaßen super, ne? Zum Wohl, und ich hoffe, ihr geht mit auf die Tour. Was wir euch auf der Tour noch vorstellen wollen, es wird kalt. Der Hellax 40 reicht doch nicht mehr aus. Heute haben wir den Abisko von Fjällräven dabei mit 75 Liter. Und da erzähle ich euch noch ein bisschen was dazu. Also, dann los geht's. Geht mit. Ja, jetzt sind wir hier inzwischen auf der, am höchsten Punkt angelangt, auf 900 Meter auf der Schwäbischen Alb, auf dem Heuberg. Was ganz cool war, war diese super erfrischende Quelle. Hier wären wir jetzt wieder froh, es wäre noch eine Quelle da. Hier gibt es jetzt kein Wasser mehr auf dieser Ecke, was ich euch ja versprochen habe hier auf der Tour. Ich möchte euch noch den Fjällräven Abisko kurz vorstellen. Das ist ein 75 Liter Rucksack, und was den auszeichnet, ist, der hat ein super Tragesystem. Das seht ihr hier, und der Vorteil ist, also hier habt ihr mal eine super Polsterung mit einem super Beckengurt. Da sind auch noch Taschen dran auf beiden Seiten, wo man so Kleinigkeiten verstauen kann. Und was auch sehr gut ist, sind hier diese super ausgepolsterten Tragegurte und auch hier super atmend die Rückenpolsterung. Und ein besonderes Feature ist, ihr könnt hier quasi über Klettverschlüsse die Höhe eures Tragesystems verstellen. Was ich beim Abisko super cool finde, ist hier der wasserfeste, wasserdichte Boden. Das heißt, hier kann ich auch mal den Rucksack irgendwo abstellen, ne? Und der lässt sich auch leicht reinigen, ist stabil und der Rucksack bleibt auch stehen. Also das ist hier eine Top-Lösung. Besonders cool gelöst sind auch die Kompressionsgurte an der Seite des Rucksacks. Die sind nämlich hier verstellbar und die könnt ihr beliebig hier einhaken und quasi die Kompression dann genau dahin bringen, wo ihr sie haben wollt. Hier habt ihr ebenfalls am Boden und hier nochmal Laschen, wo ihr ebenfalls noch Zirrgurte anbringen könnt oder zusätzliches Gepäck verstauen. Cool gelöst ist auch hier, dass auf den Hüftgurten jeweils links und rechts noch so kleine Taschen sind. Da lässt sich halt solche Sachen verstauen, die man schnell mal im Zugriff haben möchte, egal ob es jetzt ein Labello ist oder ein Brillenputztuch oder was man halt so braucht. Also das ist auch sehr gut gelöst. Auf dem Deckel habt ihr hier dann auch noch eine Möglichkeit, mal schnell eine Jacke festzuzurren, die man gleich wieder braucht, wie jetzt, wenn es gerade wieder ein bisschen kühler wird. Die kann man hier eben schnell verstauen. Die Anbringung des Deckelsfachs, das ist nämlich hier
komplett, auch hinten nicht, mit dem Rucksack verbunden. Das kann ich kann hier mit jeder Menge Gepäck auffüllen und das Deckelfach wandert immer mit. Das ist ein super Vorteil. Das nächste Feature ist hier im Deckel, ist oben ein großes Staufach. Ja. Und da hat man die Utensilien drin, die man so im sofortigen Zugriff haben möchte. Und hier ist auch obligatorisch im Ding enthalten auch ein Raincover, also ein Regenschutz, ein Regenüberzug. Das ist auch schon mit dabei. Und da passt einiges rein und lässt sich hier auch gut verstauen. Blick nach innen werfen. Dann ist es so, dass hier im Deckel auch nochmal ein Meshfach gesichert mit einem Reißverschluss drin ist, wo man Papiere, seine sonstigen Karten oder Unterlagen oder sonstige wichtige Dinge verstauen kann. Jo, natürlich habt ihr auf jeder Seite noch Seitentaschen und die lassen sich auch hier in der Weite verstellen. Da kann man super verschieden große Trinkflaschen unterbringen und kann die hier auch noch drunter zusätzlich sichern. Hier seht ihr jetzt, wie über die Klettverschlüsse dann quasi das Tragesystem nach oben oder nach unten geschoben werden kann und so könnt ihr das ganz genau maßgeschneidert auf den Zentimeter auf euch anpassen. Der Brustgurt ist selbstverständlich höhenverstellbar und den könnt ihr genau auf eure Belange anpassen. Und der Abisko ist hier auch ausgerüstet für die Aufnahme vom Trinksystem und hat dann auch hier entsprechend die Halterung, um das Trinksystem zu fixieren. Hier habt ihr jetzt am Tragegurt einen super stabilen D-Ring aus Metall. Ja, werfen wir mal einen Blick in den Rucksack. Der ist hier erstens, das finde ich auch super, den kann man hier schon mal noch sichern und verzurren. Und dann haben wir hier eine riesenweite Öffnung und der Rucksack, das seht ihr jetzt am Volumen, lässt sich hier auch gigantisch erweitern. Der Abisko hat hier eine besonders geräumige Außentasche im vorderen Bereich. Und da lässt sich eine ganze Menge an Equipment verstauen. Bevorzugt natürlich auch die Regenjacke, Windschutz etc. Dinge, die man quasi auch in den Pausen schnell im Zugriff haben möchte. Ja, ein Feature, was man jetzt vielleicht bei dem Hellax 40 nicht braucht, weil da hat man nicht so viel Gepäck drin. Deshalb bleibt es übersichtlich. Was wir hier bei dem Abisko jetzt haben, und das finde ich hier natürlich super, weil man hier ja eine Menge an Ausrüstung reinpackt. Ja. Das ist hier quasi das Frontbeladesystem. Und da habe ich quasi hier einen schnellen Zugriff in den Rucksack und kann jetzt hier Sachen auch so rausholen. Und das lässt sich hier über den Klettverschluss quasi auch komplett öffnen und dann kann ich das rausklappen und komme an alle Features, die ich im Rucksack drin habe, ohne Probleme ran und muss nicht immer alles auspacken oder wieder alles reinstopfen. Also das ist was, was mir gefällt, wenn man sehr viel Gepäck und sehr viel unterschiedliches Gepäck mit sich führt. Also das ist ein echtes Plus auf meiner Seite. Ja, also ich kann den Abisko empfehlen und zwar vor allem, wenn man jetzt mehr als einen Tag unterwegs ist. Ja, in der Regel mit dem Hellax 40 habt ihr ja beim letzten Video gesehen, da kommt man schon relativ weit. Wenn es einfach mehr Gepäck sein muss und bei längeren Touren, dann sind hier die 75 Liter optimal und auch das Tragesystem ist für mehr Gewicht ausgelegt. Und was mir gefällt, der ist stabil genug. Es gibt ja auch noch andere Rucksäcke von Fjällräven, aber da kommen wir dann schon vom Gewicht her auch weit über die 3000, 3500 Gramm.
Und da ist mir der Rucksack an sich eben schon zu schwer, ja, weil wenn er das umrechnet, das gleiche Gewicht kriegt er nicht mal mit Hammock, Tarp und so weiter zusammen. Also hier, das ist eine gute Kompromisslösung, super Qualität, wiegt 2250 Gramm, ja, hat eine Höhe hier von 80 cm und der ist in meinen Augen jetzt hier für die Touren, die ich so mache, das Optimale. Und ihr seht, die Sonne geht unter, das heißt, wir müssen jetzt auch wieder weiter. Ob es noch für einen Kaffee reicht, wird sich noch zeigen, aber jetzt machen wir uns erstmal auf die Socken. Auf geht's. Ja, Freunde, danke fürs Mitgehen. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Abisko, einfach schreiben. Ich gucke, dass ich es beantworten kann. Dani, danke fürs Filmen. Euch vielen Dank fürs Mitgehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hans, macht's gut. Ciao. Ciao.